Wie verteidigen wir das Abendland? Mit dieser Frage reagiert die Sächsische Landeszentrale für politische Bildung auf Pegida, also auf jene, die unter dem Slogan »Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes« jeweils montags auf Dresdens Straßen demonstrieren. Der Einladung zur Diskussion im überfüllten Haus der Kirche Dresden aber blieben die offiziellen Vertreter von Pegida fern. Das Abendland verteidigte so vor allem jener Teil der Bürgerschaft, der auf die gegenseitige Befruchtung von Abend- und Morgenland setzt. Friedrich Wilhelm Junge erinnerte an Goethes westöstlichen Divan. Gottes ist der Orient, Gottes ist der Okzident. Nord- und südliches Gelände ruht im Frieden seiner Hände. Die von Frank Richter moderierte Diskussion versuchte zunächst den Begriff auf seine Tauglichkeit im politischen Kontext zu klären. Es gibt so Worte, die verschwinden und man hat den Eindruck, die kommen nie wieder. Und plötzlich erscheinen sie wie Phönix aus der Asche, drängen in die öffentliche Diskussion und jeder meint, irgendetwas damit zu verbinden. Und man fragt sich dann doch, ja, was ist es denn? Was ist das Abendland? Also so ganz innerlich ist es für mich ein Abgrenzungsbegriff. Ich grenze mich gegenüber einem anderen, einem Nicht-Abendland, was immer das sein sollte. Wir werden das ja heute Abend diskutieren, ab. Und die Gegenüberstellung von Abendland und Morgenland ist nicht etwa eine Erfindung moderner Rechtsradikaler, sondern ein Bestandteil der kulturellen und der historischen Sprache, seitdem man den Aufgang der Sonne vom Untergang der Sonne unterscheidet, dass man zwischen Abendland und Morgenland auch kulturelle Symbiosen und ein gutes Miteinander machen kann, steht vollständig außer Zweifel. Aber dass Abendland und Morgenland zwei verschiedene historisch-kulturelle Komplexe gewesen sind und ein Stück weit wahrscheinlich bis heute sind, das ist außerhalb jedes vernünftig begründbaren Zweifels. Für mich ist das so, wie er jetzt verwendet wird, ein kultureller Kampfbegriff. Aus dem Grund kommt sprachlich fast zwangsläufig das Wort verteidigen dazu. Ich weiß nicht, was man verteidigen soll. Ich glaube eher, man sollte sich daran erinnern, was man denn unter Abendland wirklich verstehen kann. Das heißt, die Wiege des Abendlandes, jetzt mal relativ wertfrei, die stand wohl in Bethlehem. Und das Abendland beginnt mit einer Herbergssuche. Es war kein Platz in der Herberge für dieses Paar. Die hätten Schwierigkeiten gemacht. Die Frau lag in Wehen. Also lieber nicht, lass mal die nicht rein, das bringt Probleme mit sich. So fängt das christliche Abendland an. Richter lenkte den Blick von der Debatte um den Begriff Abendland auf die diffusen Ängste aus der Dresdner Bürgerschaft. Wo kommt denn dann dieses unterschwellige Bedrohungsgefühl her? Die Bedrohungsempfindungen, die manche Leute haben, die speisen sich weniger daraus, dass hier sozusagen ideelle Gesamtabendländer auftreten und sich bedroht empfinden, sondern sie speisen sich im Wesentlichen daraus, dass unsere Gesellschaft eine Einwanderungsgesellschaft geworden ist, eine Einwanderungsgesellschaft auch sein will, bislang aber keine Politik erkennbar ist, wie genau Einwanderung ausgestaltet werden soll und wie genau Integration vollzogen werden soll. Ich glaube, wenn Kulturen aufeinandertreffen oder Repräsentanten oder Menschen, die aus verschiedenen Kulturkreisen kommen, dann machen die Erfahrungen miteinander. Und ich glaube, Ängste entstehen dann, wenn die Erfahrung fehlt. Viele, die ich erlebe jetzt, nicht bei der, ob die jetzt an den Montagsdemos teilnehmen, sondern ganz normal Gorbitz, ein Stadtteil hier, die haben einfach diese Erfahrung momentan nicht und die haben deshalb Angst, was sie auf sie zukommt. Aber so wie man mit ihnen redet und so wie sie im Hoffest die kennenlernen, die Syrer, die Iraker, die dort gekommen sind, so wie sie kennenlernen, gibt es schon ein ganz anderes Miteinander und man kann ganz anders mit ihnen reden. Dass das Abendland lange Zeit nicht bedroht war, hängt damit zusammen, dass einfach die Europäer durch gleich wie begründete Entwicklung ihrer Technik für etliche Jahrhunderte zum Weltführungskontinent aufgestanden sind, die sich den Rest der Welt unterworfen haben, aber spätestens als die letzte türkische Invasion 1683 vor Wien gestoppt worden ist, keine Angst mehr haben musste vor irgendjemandem. Und jetzt, wo Europas Weltstellung dahingeschwunden ist, wo
selbst ein Staat, der eine große Bundeswehr hat, einsehen muss, dass die Flieger nicht fliegen und die Hubschrauber auseinanderbrechen und die Gewehre nicht einsatzfähig sind, da entsteht das Gefühl, was passiert denn mit unserer Stellung in der Welt, die so ganz anders ist, als sie vor 100, 150 Jahren noch gewesen ist. Da kein Vertreter von Pegida anwesend war, wurden O-Töne von der letzten Pegida-Demonstration eingespielt. Pegida will ganz einfach, dass die vom Volk gewählten Politiker endlich wieder zuhören und sich der wirklichen Probleme annehmen. Ganz abgesehen von der unsäglichen Asylpolitik unserer Bundesregierung haben wir nämlich noch weitere Fragen. Was ist mit der Versorgung unserer Alten? Es gibt Rentner, die ihr Leben lang gearbeitet haben und sich an Weihnachten trotzdem kaum ein Stück Stollen leisten können, die in kalten Wohnungen sitzen oder keinen Strom haben. Es gibt Menschen in unserem Land, die auf der Straße leben müssen und nicht genug zu essen haben. Für diese werden keine Heime eingerichtet, geschweige denn über eine dezentrale Unterbringung mit Vollausstattung diskutiert. Dazu betone ich ausdrücklich, dass Pegida nicht gegen den Islam ist, sondern gegen Islamismus und Islamisierung. Das ist ein Riesenunterschied. Ich rede hier von der schrittweisen Abschaffung christlichen Kulturgutes aus unserer Gesellschaft, wie in Berlin und anderen Städten bereits begonnen. Dort ist zum Beispiel der Weihnachtsmarkt umbenannt in einen Wintermarkt, um religiöse Gefühle nicht zu verletzen. Darauf reagierte das Podium so. Wenn man das nochmal kompakt hört, muss ich ganz ehrlich sagen, geht es mir schon so, dass es mir kalt den Rücken runterläuft und ich bin auch ein bisschen ratlos, wie es dazu kommt, dass die Menschen, die sich geäußert haben, muss man immer sagen, in dieser Kompaktheit so viel Hass ausstrahlen, weil es sehr tief offenbar sitzt. Es hat nicht nur etwas zu tun mit der aktuellen Auseinandersetzung, dass Asylbewerber zu uns kommen. Es erschreckt mich nicht, weil es einfach normal ist, aber die Normalität ist eine schlechte. Es ist in diesem Land jahrzehntelang zu wenig für politische Bildung getan worden und es wird Zeit, mehr dafür zu tun. Warum reden diese Leute nach Möglichkeit nicht mit Journalisten? Weil sie wissen, dass man sich über sie lustig macht, dass man sie nicht ernst nimmt, dass man die Hände über den Kopf zusammenschlägt. Ja, was bist denn du für ein Missgünstiger oder was bist denn du für ein Trottel? Mit dir kann man ja gar nicht vernünftig reden. Es ist eine Art Hoffnungslosigkeit, dass man eben nicht mehr gehört wird. Und die blanke Wahrheit ist, vielen der Leute, die sich so artikulieren, hört man auch nicht mehr zu. Es ist ja eine Katastrophe, nachgerade für unsere politische Kultur, wenn inzwischen das Demonstrieren reduziert wird auf physische Präsenz. Und wenn dann die physische Präsenz allein schon für andere eine solche Zumutung ist, dass man die physische Präsenz selbst unterbinden möchte. Die Tatsache, dass sich 7000 Menschen durch die Stadt begeben und sich miteinander vornehmen zu schweigen. Dann sagen wir, sagen nichts mehr. Wir sagen den Journalisten nichts mehr. Wir sagen den anderen, die auf der anderen Seite in Hör- und Sichtweite laufen, wir rufen denen nichts zurück. Wir gehen still, andächtig, O-Ton, andächtig durch diese Stadt. Die Schärfe, die in diesem lautlosen Protest lag, ich rede von meinen Empfindungen, die empfand ich als schärfer als das, was hier staccatoartig vorgetragen wurde oder vorgetragen werden kann. Das Phänomen beschäftigt mich viel intensiver, dieses demonstrative Schweigen und sich damit verabschieden von der, von der abendländischen Diskussionskultur. Also sagen, nein, wir machen bei euch nicht mehr mit, weil ihr hört uns ja sowieso nicht zu. Wie notwendig Investitionen in politische Bildung sind, wurde auch in den Reaktionen des Publikums deutlich. Also das, was ich gehört habe, das ist deutliche Angst. Die muss man ernst nehmen. Alle, die demonstrieren, dahinter steckt eine ernstzunehmende Angst, wo kommt die her? Meine Frage ist, hängt das nicht auch mit der Entreligiosisierung unserer Gesellschaft zusammen? Wir haben eine atheistische Gesellschaft, wir sind materialisiert und vielleicht zu wenig gebildet, um mit diesem Phänomen einfach umzugehen. Es braucht eine offene Asyldebatte. Ich frage mich, warum ist es so schwer, diese Debatte zu führen? In den Medien ist es nicht möglich. Es gibt keine Diskussion in diesem Lande. Und deshalb gehen die Leute auf die Straße. Und ich auch. Einer von denen bin ich. Bitte schön. Auf die zentrale Frage, wer eigentlich ist Pegida, reagierte das Podium differenziert.
Für mich ist Pegida momentan eine Ansammlung von ganz vielen Menschen mit ganz vielen Emotionen und ganz vielen Fragen. Ein Teil ist ja hier zum Ausdruck gekommen, aber Pegida ist für mich auch instrumentalisiert von einer Gruppe, die ich in der Tat ablehne. Also ich lehne Leute ab, die rechtsradikalen Hass, die Hass schüren in der Gesellschaft und die zum 13. Februar genauso hier auf die Straße gehen und schweigend durch die Stadt marschieren, wie sie jetzt diese Bewegung, diese Ängste unterwandern. Und da mache ich auch einen Unterschied zu denjenigen, die sich äußern, mit Fragen äußern, mit Sorgen und Ängsten äußern und denjenigen, die so eine Situation ausnutzen und damit Ausländerfeindlichkeit auch demonstrieren bzw. schüren. Die Pointe ist, dass gar nicht so selten das jene sind, die ansonsten nicht müde werden, den schönen Satz von teils von Voltaire, teils von Rosa Luxemburg zu verwenden, dass Freiheit immer die des Andersdenkenden ist und dass man die Position des anderen zwar bis aufs Äußere bekämpfte, aber zugleich bis aufs Äußerste dafür kämpfen würde, dass der andere das Recht hätte, seine Position zu vertreten. Ich glaube schon, dass eine Ursache ist in der Tat, dass wir zu wenig die Sorgen der Menschen ernst genommen haben in der Diskussion Einwanderungsland und jetzt insbesondere mit der Welle der Asylsuchenden. Ich will auch die Fehler deutlich machen, die gesehen haben, dass das Gebäude, in dem die Asylbewerber untergebracht werden, teilsaniert wurde, ist ja nicht vollsaniert worden, sondern teilsaniert worden, weil es vorher nicht bewohnt gewesen ist, ihr eigener Hauseingang aber gerade nicht gemacht worden ist und ihre Badewanne nicht ausgetauscht worden ist. Und das geht nicht. Solche Situationen gehen nicht und da wir wissen, wo die Ursachen hier sind in der Stadt und wir werden, und ich hoffe, dass sie auch nicht wieder vorkommen, aber das hat genau solche Fragen und solche, auch solche Abwehrhaltungen geschürt. Wieso engagiert sich nicht Amerika? Warum können die Tschechen sagen, wir nehmen keine Syrer auf und die Deutschen müssen Syrer aufnehmen? Warum wird das nicht klarer kommuniziert? Warum wird da nicht klarer darüber gesprochen? Deutschland ist ein reiches Land. Deutschland hat eine Verpflichtung innerhalb der Europäischen Union, einen bestimmten Anteil auch der Kriegsflüchtlinge aufzunehmen. Und um die geht es hier vor allen Dingen. Es geht nicht um die Wirtschaftsflüchtlinge, von denen immer gesprochen wird. Was würden wir der Oberbürgermeisterin sagen? Was würden wir den Stadträten sagen? Was würden wir in die Dresdner Stadtgesellschaft hinein sagen, was ist jetzt zu tun, was ist jetzt zu lassen? Ich denke nur, doch, man sollte die unterschiedlichen Meinungen auf der Straße wahrnehmen können. Natürlich gewaltfrei. Die Oberbürgermeisterin sollte die Initiative ergreifen und mit den Anmeldern von Demonstrationen am Montag, den Pegida-Demonstranten und den Gegendemonstranten, das Gespräch in der Weise suchen, dass man aushandelt, wie man auf der Straße miteinander umgeht. Dass man aushandelt, zwar einander durch Lärmbekundungen, was offenkundig sein muss, zu behelligen, aber zu vereinbaren, dass man sich in den eigenen Reihen dafür einsetzen wird, dass die jeweils anderen Demonstrationswege nicht verlegt werden. Denn das führt dann zu bürgerkriegsähnlichen Situationen und das ist das, was wir am wenigsten brauchen können. Wir dürfen auch unsere Polizei nicht in die Lage bringen, dass die zwischen Leuten stehen muss, die aufeinander losgehen. Und dass man nicht sozusagen erst einmal herbeiredet, was man anschließend feststellt und dann vielleicht beweint, nämlich dass sich unter Pegida im Grunde die üblichen Rechtsradikalen, Rechtsextremisten, Rechtspopulisten versammeln. Natürlich ist bei einer Bewegung, die mit ihren Anliegen eben nicht in der Mitte oder gar im linken Spektrum steht, es nicht unwahrscheinlich, sogar naheliegend, dass jene, die sich selbst wirklich als rechts verstehen und auch ganz rechts verstehen, dass die als Trittbrettfahrer mitfahren. Was es aber zu vermeiden gilt, ist, dass diese die Oberhand gewinnen, weil vernünftige Leute bloß hören, da gehen eh bloß Rechtsradikale hin, die werden dann zu Recht auch von den Gegendemonstranten beschimpft und im schlimmsten Fall sozusagen auch noch verklopft, sodass am Schluss nur noch wirklich gewaltbereite Hooligans und Rechtsextremisten dort sind. Ich mache es mal ganz simpel. Das größte Problem, was wir momentan haben, ist nicht so sehr die Pegida-Bewegung, sondern das größte Problem ist, dass wir in den nächsten Wochen und Monaten Hunderte von Asylbewerbern bekommen, für die wir momentan keine vernünftigen Unterkünfte haben, weil die Herrichtung der Unterkünfte und die Etablierung der Unterkünfte gerade behindert wird oder eben nicht in dem Tempo passiert und mit der Gründlichkeit passiert, wie es notwendig wäre, um die Menschen aufzunehmen. Das ist momentan meine größte Sorge, die ich habe.
Weil das Thema, ich kann das nur nochmal sagen, die Pegida-Bewegung ist für mich kein monolithischer Block. Das habe ich vorhin schon mal gesagt, das sind mehrere Gruppen und ich will es auch nicht verharmlosen. Und ich habe manchmal heute Abend so ein bisschen die Tendenz gehört, dass man das verharmlosen will. Ich will das nicht verharmlosen. Für mich sind da zu viele Elemente in dieser Bewegung drin, die Dresden mit dem 13. Februar verbindet und die einen anderen Moment gesucht haben oder gefunden haben, um ihre Ideologie hier einen Nährboden zu geben. Und von daher wäre es sicherlich, wenn es gelingen würde, beide Gruppen an einen Tisch zu bekommen, also wenn es dort einen Sprecher gibt überhaupt in der Pegida-Bewegung, der für diese Bewegung reden kann und auch dafür die Kompetenzen überhaupt mitbringt, also die Kompetenz im Sinne von, dass er dafür sprechen kann, dass man sie an einen Tisch bringt und dafür auch Sorge trägt, dass man überhaupt miteinander ins Reden kommt und nicht nur auf der Straße das austrägt. Aber ich bleibe dabei, das größte Problem ist für mich derzeit die Unterbringung von Asylsuchenden in den nächsten Monaten in ganz Sachsen. Und da haben wir als Politik eine Aufgabe zu lösen. Die Sächsische Landeszentrale für politische Bildung hat mit dieser Diskussion versucht, den Dialog anzuregen. Es bleiben offene Fragen. Aber auch eine Erkenntnis: Das Abendland retten heißt hier und jetzt Flüchtlingen zu helfen.